Danke, Leute. Ach so, ja, guter Hinweis, Timmy. Kein Ghosting in der Box. Ganz wichtig. Dankeschön, Arthur. 21. Ja. Vor 20 Jahren. So, Single-File gibt's hier auch nicht. Alter, fährt er mir in die Hütte? Hallo? Leute, das. Hey, Tom, danke. Aber vor lauter Angst fahre ich gleich mal geradeaus, ey. Direkt raus aus dem Windschatten. So, gleich mal gucken, ob wir schon Damage haben. Nee. Zumindest nichts, was zu reparieren ist. Oh, 100? Jetzt am Start nur 70. Hab alles auf Ultra. Das ist halt das Krasse. iRacing habe ich so Performance-Probleme. Und das läuft halt so super flüssig. Also die Programmierung scheint echt top zu sein. 4070 Ti. Aber ich habe eine 3600er Ryzen 9. So, ich versuche meine Reifen zu triple stinten. Und ja, ich versuche in drei Stints durchzukommen. Heißt, ich werde jetzt ein bisschen rollen lassen. Eine 3600er Ryzen 9. Ich streame auch über einen Nvidia Codec, also läuft auch über die Grafikkarte. Nee, nee. Dann ist es 3,9. Ja, dann habe ich eine 3,9. Irgendwann hatte ich das auch mal verlinkt, was ich alles hatte, aber das habe ich rausgenommen. Weil damit gewinnst du keinen Blumentopf mit dem alten Zeug. Hey Alex, was ich. Zu stark lenkt. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Posit-Tech, glaube ich. Ja, das glaube ich, Timmy. Das glaube ich. Aber das ist ja dann AM5, glaube ich, und ich bin auf AM4 unterwegs.
ist 2 Stunden Multiklasse mit GTEs. Ey. Mach aber auch Fahrfehler. Ist auch A4. Das würde ich sogar hier drauf kriegen aufs Mainboard. Aber ich habe jetzt erstmal ganz andere Probleme. Die Spülmaschine ist letztens kaputt gegangen. Und jetzt auch noch die Waschmaschine. Und ich muss dann nochmal bei Amazon anrufen, ob ich da irgendwie an den Support von einem Hersteller komme oder was. Ob da, weil wenn ich da jetzt einen Techniker vorbeikommen lasse, du bist auch wieder auf dem Geld los. So. Das wird nichts. Ja, ich muss mich auch ein bisschen aufs Fahren konzentrieren, glaube ich. Scheißdreck. Ja, naja, ich hab schon einige gehört, die da positiv angetan sind. So, mir war jetzt wichtig, ich bin jetzt lieber ein Stück geradeaus gefahren, lieber das als blockierende Räder zu haben, weil die Reifen, die brauche ich noch. Ja, CPU so ein bisschen das Bottleneck hier. Ja. Weshalb ich auch so Schwierigkeiten in iRacing habe. Aber hier. Mensch. Aber hier ist alles gut. Hey, Koris, grüß dich. Weiß gar nicht. Ich wollte mal was anderes ausprobieren und hatte jetzt hier ein Setup. Ich habe jetzt letztens einen zugeschaut und fand den Sound so mega geil. Ein 29, lächerlich. Ja, danke dir. Krass, ne? Ich glaube, du bist wirklich einer der längsten Abos, die ich hatte. Echt krass. Danke dir, mein Freund. Ja, Einweihungsparty. Ich bin ja noch lange nicht fertig. Also, die Küche steht nicht, Kinderzimmer ist noch nicht fertig. Das wird schon noch ein bisschen dauern. Aber willst du vorbeikommen, oder was? Und vom AJ. Lukas war jetzt die Tage hier, hatte mir auch geholfen. Und der ist ja gefahren und sagte auch, Alter, was mit dem Feedback, ne? Fühlt sich komplett unrealistisch an, komplett komisch, gerade in den langsamen Kurven. Und ja, da habe ich gestern angefangen umzutesten wie so ein Weltmeister. Und der Timmy, der hatte mir eine schöne Idee, Vorschlag gegeben und siehe da.
Schon spüre ich hier auch was. Date mich, ich hab die VS Pro. So geil. Oh, meine Arme, Junge, Junge, Junge. Das sind ja 2 Stunden durch, Alter. Time 25.8. Das ist doch schon mal ganz gut. Für mich. Gegen die Profis von gestern Abend würde ich damit auch keinen Blumentopf gewinnen, aber... Man muss sich ja langsam steigern. Mike, ja man. Also vom Fahrspaß her ist das für mich aktuell das Beste, von der Immersion her. Und es kostet 30 Euro aktuell. Kann man nicht viel verkehrt machen. Da einfach mal reinzuschauen. Ich habe es halt einfach getestet. Ich bin ohne große Erwartungen rein und war komplett begeistert. Hey Charlie, ich habe mir heute früh einen übelsten Stromschlag zugezogen. Aber ansonsten alles gut. Kilos purzeln durch den Umzug ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Nee, alles gut, sondern was bei dir? Schön. Sehr schön. Uiuiui. Hier musst du auch aufpassen. Schalli, heute kein NEC? Ja, das ist 2 Stunden rum. War losgelegt, hab die Quali leider ein bisschen Fehler gemacht, deswegen ein P3 gestartet. Aber die beiden sind von der Rennpace gut unterwegs. Mal schauen, könnte ein spannendes Rennen werden. Aber erfahrungsgemäß verschleißen die Reifen viel mehr. Hier kommt dann der iRacing-Fahrstil. Ich unterfahre so ein bisschen die Reifen. Und dafür kann ich dann mit denen ewig fahren. Aber heute ist doch gar kein Ostern. Was? Reparaturbonus Sachsen? Okay, sagt man noch gar nichts. Kannst du mir das bitte mal flüstern, Alex? Ich merke mir das so nicht. Oh. Alter, das ist richtig Oberkörpertraining, das sag ich euch. Brauchst du kein Fitnessstudio mehr? Hauptsache der Rücken hält dann. Bisschen sehr, ja. Egal. Gleich 0,5. Ich habe gestern so viel Driver Rating verloren. Hat jetzt erstmal höhere Prio als Safety Rating. Da haben wir jetzt Gold.
Ich habe die Power Space. Danke dir, Alex. Ich störe ihn, ich komme aus Zwickau. Wie man wahrscheinlich unschwer am Dialekt hören kann. Ich bin ein alter Sachse. Ja, habe ich schon gehört. Aber das Force-Feedback in iRacing finde ich ja ohnehin schon sehr gut. Ne? Und hier hatte ich halt das Problem, dass ich in den ganz langsamen Kurven nichts gemerkt habe. Aber durch eine Einstellung klappt das jetzt. Muss ich damit nur noch ein bisschen rumspielen. Aber wir kommen ran, Leute. Ich glaube, die Rennpace ist wieder ganz gut. Eine Firma? Was denn für eine Firma? Jetzt wird's ja interessant. Ui. Ach Quatsch, das ist deine Firma? Oh, was? Hey, Delphin, danke dir. Vielen lieben, oh Gott. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Ach so, wollte ich sagen, weil da wärst du ja hier ein gemachter Mann. Interessant. FES arbeitet auch mit uns zusammen. Nur Fußzeug. So, ich wollte ja heute eine 24 eigentlich im Rennen fahren, aber ich glaube, schon gleich mit Windschatten. Aber hier, da bin ich viel eher auf dem Gas, weil ich einfach ein bisschen mehr spüre. Oh oh. Das war der Führende. Ach du Scheiße, das war der Führende. Und die haben sich nicht berührt. Ohne Fußvolk kann es kein König geben. Ach ja. So schnell kann es gehen, aber er fährt noch. Oh, Benz, vielen Dank. Wo weißt du das? Dankeschön. Ah, kann sein, stimmt. Ich hänge das ja wirklich nicht so an die große Glocke. Weil ich habe mit 18 oder so das letzte Mal Geburtstag gefeiert. Ach so. Haben wir dann schon mal thematisiert. Echt, Sascha? Also, ich spüre jetzt tatsächlich was, ne? Ich spüre tatsächlich jetzt mehr als vorher.
Ich bin sogar richtig zufrieden jetzt. Ich habe aber auch das Thema gehabt, dass ich in der Base nur 900 Grad drin stehen hatte. Statt 1080. Ich habe das gleichzeitig angepasst. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt. Immer witzig, ne? Jetzt so über Facebook, da melden sich so die ganzen Leute, die sich das ganze Jahr über nicht melden. Unterschiedliche Lenkwinkel können so komisch sagen können. Also, ja, mir ist nur aufgefallen. Oh Gott. Denke ich auch, dass die reiten müssen. Wieder. Ihr seht doch die Top 3 bei den GTEs. Seht ihr dann Sören, Colozzi? Auch alter iRacing-Hase, der auch mal bei uns im Team war. Ich finde es so cool, dass ihr immer mehr iRacer rüberkommen und alle haben sie die gleichen Probleme. Will er mich vorbeilassen oder was? Ich hab keine Lust vorbeizufahren. Oh Gott. Ich verstehe die Leute nicht, ne? Es sind 2-Stunden-Rennen. Will er jetzt wirklich fighten? Will er das sich jetzt 2 Stunden geben? Ja, in einem Enduro bin ich das. Auch die Aktion von dem anderen Typen gestern. Bin ich so nicht. Bin eher so mit Leuten. Ich fahre eher mit Leuten, die so ein bisschen Endo erfahren sind und die wissen, dass das halt eigentlich keinen Sinn macht. Es birgt halt immer die Gefahr eines Unfalls. Gut, in iRacing sind wir da besonders vorsichtig, weil da ist halt die Ghost Contacts. Aber der viel wichtigere Punkt ist ja, du verlierst ja massiv Zeit gegenüber allen anderen, wenn du anfängst herumzufallen. Und dann verlierst du dadurch vielleicht noch mehr Plätze. Im Endo würde ich mich einfach dahinter hängen und versuchen, im Windschatten dran zu bleiben. Genau das mache ich jetzt. Ich spiele jetzt nicht feiden, außer ich mache jetzt hier grobe Fehler. Ja, mach mal. Ich glaube, er hat ja auch, naja, nicht so die Multiklassen-Erfahrung. Aber mal gucken. Ich bin ja eh immer zu passiv in den Rennen. Oh Gott. Was sehen denn meine entzündeten Augen? Audi, ey.
Oh, Mutterpferd. Ja, gut. Wenn es so weitergeht, sehen wir den dann nochmal. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Ich hab rübergelenkt, weil ich dachte, das reicht. Fuck. Jetzt fährt er. Ist der blöde? Denk doch. Das war mein Fehler. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Weil ich mit dem Rückspiegel noch nicht klarkomme. Ich muss in die Box, Leute. Ah, verdammt. Ich dachte wirklich, das ist easy. Ich dachte wirklich, ich bin easy vorbei. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Oh, ist das peinlich. Wen habe ich denn da erwischt gerade? Das war auf jeden Fall mein Fehler. Ich habe zu zeitig rübergelenkt. Ich dachte, ich bin da easy vorbei. Ich hab das. Ah, scheiße. Ja, einfach. Ich sag's noch, ne? Da vorne, da macht. Ist unerfahren und so weiter. Und dann mache ich hier so ein Ding. Eieieiei. Aber im Gegensatz zu gestern können wir weiterfahren. Ja, ah, trotzdem, also normalerweise, ne? Normalerweise fahre ich langsamer als die anderen und dafür aber fehlerfrei. Aber das war nicht gut. Gut, wir haben jetzt, bekommen jetzt noch 5 Runden. Ich würde, auch wenn wir jetzt Zeit verlieren, ich würde jetzt durchziehen und würde jetzt vielleicht doch Reifen wechseln, weil ich habe ja eine ganz schöne Vibration drin. Damit ich keinen Extra-Stop habe, fahre ich hier noch ein bisschen. Muss halt schauen, wie viel Zeit ich jetzt verliere. Oh Gott. Wir gucken mal auf den Hintersen, auf den hinter uns. In Henderson. Ah, das war schlecht. Naja, gut, so kommt eine gewisse Würze rein. Und danach wissen wir auch gleich mal, ob der die Hütte komplett repariert oder nicht. Weil wir hatten ja am Mittwoch das Thema, dass ich einen Startcrash hatte und bin nicht unter 3,29 gekommen, obwohl man Schaden repariert lassen. Ist aber schwer jetzt. Ist echt schwer zu fahren. Ja, ich guck gleich auf der Geraden. Es scheint eine scheiß Ecke zu sein. So. Geh mal rum. Wir haben alles repariert. Bleib mal dahinter. Ich traue mich hier jetzt nicht am Limit anzubremsen. Sogar doch stark. Oh, aber ich verliere schon einen Haufen Zeit. Ah, ich muss mal unbedingt noch was an meiner Tastatur machen, dass die mir nicht mehr runterrutscht.
Ich hatte am Mittwoch 26 Sekunden Reparatur. Lass mich kurz überlegen. Eine muss ich noch wenigstens. Oh, wirklich schwierig. Zu dumm. Mein Sohn. Ich bin so rot, ich will jetzt zwei davon. So, hier kommen wir jetzt schön vorbei. Ich komme jetzt auch kaum zum Chat lesen, weil das so schon schwierig ist, das Ding auf der Geraden zu halten. Muss dann noch eine Runde, ne? Naja, die ersten beiden werde ich dann auf keinen Fall mehr kriegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dann doch nochmal hier um P3 kämpfen können. Mal vorbei. Weekend Mode, danke dir, thanks. Fisch Alino, danke dir, thanks. Oh Gott.
Ja, guck mal. Die Reifen, die leiten jetzt auch richtig, weil das ja alles schief steht. So, eine noch. Dann müssen wir es schaffen eigentlich. Ja. Ich denke auch. Kommen ja eh immer eine Runde mehr oder weiter als die anderen. Oh, und... Naja. Sieben Sekunden pro Runde, die ich verliere. Jetzt sind es immer 34 Runden insgesamt gefahren. Oder? Ich glaube 34 Runden jetzt. Das heißt 11, 11, 12 oder anders aufgeteilt. Wenn ich jetzt, das ist jetzt meine wievielte Runde? Ich sehe es gar nicht. Sehe ich die wievielte Runde das ist? Runde 11, ist das? Ja, dann würde das doch aufgehen, Leute. Ich teste den nur mal, Rowdy. Ich würde auch noch mal den Cadillac testen, wenn ich dann mal ein Setup hab. Bin da relativ offen. Aber ich fange jetzt nicht an, am Setup rumzufriemeln, wenn ich noch das Fahren lernen muss. Ja. Weißt du? Ja, das seht nur ihr. Im Stream, das habe ich nicht, sagst du. Das muss ich mir mal auf dem oberen Monitor noch mit einblenden. Mich würde es nicht wundern, wenn jetzt auch die anderen reinfahren. Also eigentlich könnte ich noch eine Runde, aber... Hey Thorsten, grüß dich. Ja, also ich finde auch den Sound ziemlich geil. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel Reparatur. Oh, oh, oh. Und dann bin ich mal gespannt, was dann noch geht am Ende. Für ein Caddy oder was? Aber für einen Porsche habe ich was. Hier vom Michi, von dem Shop habe ich mir mal eins geholt. So, upsa, bisschen schneller gewesen. Alles gut, sagst du. Alles gut. Wir können doch reden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sekunden, scheiße. Aber wir hatten gestern früh 90, nee, fast 100 Sekunden Vorsprung. Heißt, da geht vielleicht noch was. Danach wechsle ich auch keine Reifen mehr und so. Mal gucken. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Aber jetzt an alle iRacing-Fahrer, schaut mal, das Rennen ist nicht vorbei. Ne? Ich habe jetzt einen Schaden,
In iRacing würde ich jetzt eine Viertelstunde stehen oder so. Oder 20 Minuten. Hier geht es nach 90 Sekunden weiter. Weißt du? Gestern, das war ein richtiger, heftiger Impact. Da sind mir die Räder um die Ohren geflogen und so weiter. Okay, ne? War halt im Arsch. Aber hier, ja, geht's halt nochmal weiter. Und das finde ich richtig cool eigentlich. Will er mich komplett verarschen eigentlich? Der nächste fährt mir rein. Sehen die mich nicht? Kann das bitte einmal klippen? Das müssen wir denen doch mal schicken. Da müssen die sich was einfallen lassen. Du kriegst dafür ein Safety Rating abgezogen. Ich stehe hier gemütlich, schau zu, wie mir eine Mechaniker hier die Hütte reparieren und dann fahren die mir nochmal rein und wahrscheinlich habe ich jetzt noch mehr Schaden oder was? Das ist doch unglaublich. Zwei Leute sind mir jetzt draufgefahren, reingefahren. Ich kann jetzt nur rückwärts fahren. Ich muss jetzt rückwärts fahren, so irgendwie ausparken. Ja, scheinbar will ich nicht. Was soll denn? So eine Scheiße. Jetzt muss ich rückwärts fahren. Ja, aber guck mal, der Platz da war auch wirklich direkt dran, ne? So, Lenkung ist schon mal gerade. So, und das ist das Nächste, dass der mir jetzt hier irgendwas einstellt, was ich gar nicht haben will. Das sind so die Kritikpunkte, die ich hab. Oh nein. So, wo sind wir jetzt? P13. Oh, moin. Aber es fühlt sich komisch an, ehrlich gesagt. Ich hoffe, es liegt an den kalten Reifen, aber wird sich anders an als sonst. Ja, Stördienst. Aber wenn sie dann den Schaden wenigstens deaktivieren würden oder diese, dass es vom Safety Rating abgezogen wird, was dann? Jetzt sehe ich auch oben links in dem, ich habe ja hier auch ein Ingame-Overlay, da steht jetzt 100. Alles klar, jetzt weiß ich, wo ich hingucken muss. Das ist ja auch noch sowas, ne? Ich hab ja hier ganz viele Infos schon, aber ich weiß manchmal nicht, wo ich hingucken muss. Ja, hast recht. Man gewöhnt sich unheimlich dran, ne? An so ein defektes Fahrzeug. Na gut, Haufen Zeit verloren, aber jetzt ist. Oh Gott. Okay. Na, zumindest kann ich nichts reparieren. Ah ja, aber irgendwie. Es fühlt sich echt komisch an. Gucken nochmal.
Schaden NV, also. Oh, Reifen muss ich dann auch nochmal rausholen. Wir werden gleich an Zeiten ziehen. Wenn ich jetzt keine 26 fahre, dann 26, 27. Dann ist doch noch irgendwas. Nee, irgendwas. Irgendwas ist anders. So, ist das jetzt hier Position? Ja, sieht so aus. Oh. Ah, jetzt sind wir wieder 10 dann. Und da vorne ist der nächste. Kommt rein. Frische Kurven im fünften habe ich auch probiert, aber irgendwie. Okay, Game On, ja, danke. Weiß nicht. Im Vergleich zu den schnellen. Hast halt nicht vergessen, ich fahre schon seit 25 Jahren. Oder? What? Das war doch hier eine Linkskurve. Wieso fährt denn da nach rechts? So, next in 23 Sekunden. Den will ich auf jeden Fall noch kriegen. Am Ende des Rennens. Aber 25, ne? Ich bin eine 25,8 gefahren. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Keine Ahnung. Die rollen lassen. Oh, scheiße. War nicht gut. Lass relativ viel rollen, glaube ich. Im Vergleich zu den anderen. Gut, hier hat man ein bisschen Verkehr. Aber ich denke, von der Pace her passt das. Oh, nächste, der so was kommt. Normalerweise ist ja meine Stärke das Reifen schon und alles. Und naja. Oh, da lässt mich vorbei oder was? Hä? Was ist das denn? Also, die Leute? Warum fahren die nicht nochmal ihre Linie?
Aber ich glaube, die machen das, weil sie ängstlich sind. Wahrscheinlich sind wir hier immer noch in einem Bereich, wo halt die LMDHs auch immer und überall reinhalten. Kann sein, dass das der von vorne ist. Weiß es nicht. Merken wir ja den Namen nicht. Oh! War nicht. Paflon hieß der. Feier, danke dir. Thanks. Was denkt er? Was ist noch möglich an Platzierung? P7 ist ja dann schon 49 Sekunden weg. Ich bin P9. Auf 5. Nee, Paflon, das war doch ein blauer Porsche. Guck mal, wir haben Plafone, keine Ahnung. Das war der nicht. Ich brauche echt kein Fitnessstudio mehr. Ich fahre einfach hier nochmal Ultimate. Oh, das war zu viel. Nee. Oh. Haben wir gerade einen überholt? P8, Leute. So, jetzt 47 Sekunden, wenn nicht. Kann auch viel passieren, ja. Hier das. Ups. Da war das wirklich ein Angstmove von ihm eben. So, also ich glaube, die Karre ist in Ordnung. Ich glaube, ich kann wieder normale Zeiten fahren. Na gut, so, schau ich nochmal. Stopp. Ich tank dann voll. Es wird ja jetzt auch kühler. Hier ist ja anders als der iRacing auf einer kühleren Strecke, während die Zeiten langsamer. Ich ärgere mich immer noch über den Vorfall. Aber hier habe ich meine Schwierigkeiten.
44 Sekunden. Komm rein. Willst du noch mein erstes Sebring-Rennen im Hypercar, wo ich mich 7-mal gedreht habe, wo ich auch letzter war? Den haben wir noch gewonnen. Vielleicht geht ja hier doch noch was. Gut, aber da stand ich auch keine 88 Sekunden Reparatur. Aha, auf Dreck. Instanz fahren, genau. Das ist ja normalerweise meine Stärke. Ich heiße ja eigentlich Patrick Constanze Richter. Aber irgendwie schon Kacke gebaut. Durch Reifen schon können wir vielleicht auch noch mal ein paar Sekunden ran. Sollten die anderen wechseln. Ziegenbock. Ich bleib mal dahinter. Och Gott. Die Leute sind super ängstlich. Und letztendlich kostet das mehr Zeit, als wenn die normal fahren würden, ne? Ich wäre jetzt dahinter geblieben, hätte hinter dem rausbeschleunigt, alles schick. Naja. Egal, meint's alle gut. Meint's alle gut. So, besser. Schlechte Erfahrung gemacht, ja. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Ja, Feier, aber... Bei mir ist es so, ich versuche solche Dinge zu verarbeiten, damit sowas zukünftig nicht mehr passiert. Versuche auch halt den Fehler nicht bei anderen zu suchen. Genauso mit gestern... Oh, verdammt. Gestern Abend das Ding, wo der eine die Nase reingehalten hat, hätte ich das im Rückspiegel besser analysiert, erkannt, eingeschätzt, dann hätte ich nicht so stark eingelenkt. In iRacing wäre mir das nicht passiert, weil ich da mit dem Spiegel viel vertrauter bin. So, und daran muss ich ja arbeiten, weil du wirst das immer wieder haben, dass mal jemand die Nase reinhält oder so. Du kannst ja nicht dann jedes Mal sagen, ja, war sein Fehler. Klar war es sein Fehler, aber ich hätte es verhindern können. Und genauso vorn, das war ganz klar mein Fehler. Oh oh. So, Halbzeit. Ja, nach dem Rennen habe ich schon wieder vergessen. Ja, kurz. Oh, verdammt. Das Ding ist, in iRacing hast du eine schöne Analysefunktion. Ne? Du kannst so schön von Incident zu Incident springen und kannst es dann analysieren. Das fehlt dir noch, ne?
Ja, Rodi. Kannst du halt nicht so gut. Hier. Weil mit dem Replay. Man kann sich zwar alles schön anschauen, aber an die Stelle springen und so ist halt noch nicht. Mehr. Oder ich hab's zumindest noch nicht ausgeführt. Jo, danke dir, Kosse. Bin eigentlich auch zufrieden. Was fahren die in vorne? Aber bin sogar schneller als die Spitze jetzt, ne? Wenn ich das richtig sehe. Da geht vielleicht wirklich noch was. Schon. Aber 88 Sekunden, die holst du halt nicht so schnell auf. Wollte mir erst vor. Es ist halt. Keine Ahnung, der wollte mich hier auch vorbeilassen. Nicht. Oh, das ist, da vertue ich mich gleich. Oh. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Aber ich habe ja auch später angefangen. Ich war nicht von Anfang an dabei. Nee. War auch nicht so gut. Hey Kalle, grüß dich. Nö, ist wann. Hab ich nicht. So fahre ich jetzt erstmal das, was mir mehr Spaß macht. Und das ist halt Le Mans Ultimate. Wenn du einmal gefahren bist, wirst du merken, dass du ständig mit einer feuchten Hose hier aufsteigst. Weil es halt einfach nur geil ist. Einfach nur das Fahren, weißt du, ich bin gar nicht so gut, aber es macht unheimlich viel Spaß. Na, komm ran. Trotz dieser schlechten letzten Runde. Aber die anderen können ja auch Fehler machen. Ne? Nee, ich gehe da mit einem kleinen in die Stadt. Also vielleicht heute Abend nochmal. Aber ein kleines bisschen Eis essen und in der Stadt ist so eine Kinderveranstaltung. Hm. Und dann mal gucken heute Abend vielleicht. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Jetzt fühlt sich halt auch noch besser an, dank Timmy. Da kann ich irgendwie auch viel konstanter fahren. Ist zwar, musst du machen. Es läuft super. Ja, es ist Early Access für 30 Euro. So. Aber
Ich bin einfach hin und weg. Es ist vieles anders als ein iRacing. Das ist klar. Oh, scheiße. Muss mich auch noch an viele Sachen gewöhnen. Den krieg mal. War doch mal eine geile Runde, ey. Ich denke, ich unterfahre den Hubel manchmal zu sehr. Oder die Reifen unterfahre ich zu sehr. Ah. Ihr habt mir ja gestern vorgeschlagen, hier im vierten zu kommen, weil ich da immer im fünften war. Ich würde jetzt trotzdem gleich nochmal im fünften versuchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der vierte. Oh, sehr geil. Hab ich nicht. Aber du, oder? Weil die haben ja jetzt angekündigt, die werden da nie wieder irgendwas an dem Regen machen. Das heißt, du wirst nie wieder mit Regen fangen. Ne? Oh, das war zu doll. Aber kann ja mal passieren. Ach Quatsch. Der Kalle kann gerade kein iRacing mit Regen fahren, weil da bei ihm iRacing abstürzt. Ja, ja, na klar. Guck dir das an, Isman. Ist das geil? Optisch. Oh, 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 ups. Hat aber einen ganz schönen Ziegenbock gebaut hier. Ich glaube, andere werden sich da vielleicht gar nicht so begeistern können. Boah, da zieht es einen aber auch aus. Junge, Junge, Junge. Meine Pumpe. Mal wieder runterkommen. Ich glaube, ich übertreibe es gerade ein bisschen.
Ja, okay, Kalle, ich drück dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ich hatte einen übelsten Crash gehabt. Stand 88 Sekunden in der Box zum Reparieren. Das ist übrigens auch sowas, was für mich ein ganz klarer Pluspunkt ist. Ein iRacing wäre es mein Aus gewesen. Lenkung stand schief und alles. Ne? Also war wirklich ein richtiger heftiger Einschlag. Und weiß nicht, hat das jemand geklippt vielleicht, um das mal zu posten? Und hier stehst du 88 Sekunden und kannst dann weiterfahren, kannst dein Rennen beenden. Ja? Auch wenn du vielleicht keine Chance auf den Sieg hast, aber dennoch. Das macht ja trotzdem Spaß. Ja, geht's mir eigentlich mit der CPU? Ich krieg ja noch einen Sonnenbrand, wenn ich ja noch ein paar Mal fahre. Florian, das Ganze heißt Improve Your Lap Times. Da gibt es Setups. Da habe ich zumindest das hier her. Oh Gott, nee, das war zu viel. Es ist noch nicht rund, das Ganze. Ich merke da immer wieder den einen oder anderen Fahrfehler. Der dann auch direkt ein paar Zehntel kostet. Monitorbräune. Ja, die habe ich ja schon. So, 26 Sekunden. Oh Leute, ich glaube, wird eng. Ich kann nur hoffen, dass die dann Reifen wechseln. Oder von mir aus nur die Räder. Dass wir da noch mal ein bisschen Zeit gut machen. Fünfter ist es, Leute, der Fünfte. Jetzt snackt man noch ein bisschen Windschatten. Oder vorne ist wieder der Petersen. Immerhin gibt es Fixrennen, ja. Sehr nett. Finde ich halt auch geil, diese Anfängerrennen und so, dass das mal alles fix ist. Dort sind sogar Fahrhilfen erlaubt. Ja, also für Leute, die kein Lenkrad haben und so, können da auch mitfahren. Und so finde ich auch cool. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, in welche Richtung das Ganze geht. Ob mehr so Richtung Simulation oder mehr Richtung ja, Casual Gaming à la Forza oder Gran Turismo.
Jetzt habe ich die endlich raus. Ach, wir sind übrigens auf P7. Irgendwie haben wir nochmal einen Platz gewonnen. Ah, wieder zu schnell, ich renn viel. Ja, wir haben aber warten müssen. Schade, wäre die schnellste Runde geworden. Oh, verdammt. Scheiße. Mit der Kurve habe ich es jetzt. Oh, oh, das würde ich halt auch nie machen. Kurz vorher nochmal die Linie wechseln. Und nicht bei so alten Leuten wie mir. Und leider gerade nicht mit dem Chat hinein. Chorus, genau. Die Gewichte gibt es halt schon für ABS. Finde ich auch richtig gut. Hey Grossi, jo. Schön, dass du da warst. Ach, das Sören. Das ist nämlich gern Möhren. Nee, das sind richtige Leute. Hier ein Sohn, kennst du doch! Super Koloss. Das streamt auch gerade. Oh shit! Abends sieht das anders aus. Ich bin gestern Abend gefahren, da hast du dann die ganzen Profis dabei, sag ich mal. Da sehe ich keine Schnitte, ja. Noch nicht. Jetzt mit dem verbesserten Force Feedback. Ach, scheiße. Eben sage ich noch, jetzt habe ich es raus. Mit dem verbesserten Force-Feedback ist schon auch ganz geil. Oh, Sören hat auch noch eine Chance auf den Sieg. So, ein bisschen stärker bremsen. Echt. Oh, bin echt durch. Oh. So, ich kann noch eine Runde. Manche andere vielleicht nicht, weil ich bin ja vorhin schon eine Runde eher rein. Ne?
So, wir schauen uns mal kurz die Reifen an. 84% fahrt ihr nochmal. Kann wahrscheinlich ein bisschen Sprit rausnehmen, ne? Aber ich fahre lieber voll, bevor dann wieder hier so ein Rumgespare losgeht. Ja, genau, Audi. Und das finde ich cool. Finde ich echt cool, dass man so die alten Hasen wieder sieht. Und ich sehe aber halt auch Leute von früher, aus R-Factor-Zeiten. Und das ist jetzt wirklich schon 20 Jahre her. Ja, oder Race 07. Ja, fast 20 Jahre. Race 07 habe ich angefangen. 17 Jahre her. Also mit Sim Racing. Und der ja auch hier war, der Heiko Schwarz, mit dem bin ich früher schon Race Driver Kit gefahren. Das war also so 2005 rum. 5, 6 oder so. Zeit vergeht, ja. Die Haare gehen. Guck mal, was das hier zur Delta-Zeit ausmacht, wenn ich die mal richtig kriege. Und ich wette mit euch, ich lasse überall noch irgendwo ein paar Zehntel liegen. Wenn ich die dann sauber erwische, dann kann man da wahrscheinlich auch mit guten Leuten treffen. Ja, Mann. So. Muss aber rein. Also ich könnte ich könnte noch ein bisschen Sprit rausnehmen, aber ich hoffe erstmal, dass man jetzt nicht wieder jemand in die Hütte fährt. Ja, genau, Timmy. Guck mal, wie die da vorne stehen. Ist doch auch nicht normal. Oh nein! Der stand doch wohl nicht etwa auf seinem Boxenplatz? Oh. Ich hätte locker ein, zwei Runden weniger mitnehmen können, denke ich. Muss ich gucken, Schiedenator. Muss ich gucken. Ich denke, also Bock habe ich. Jetzt, wo ich auch mehr spüre, muss man noch ein bisschen. Vielleicht stelle ich diesen komischen Static-Wert noch höher, damit es vor Seedback im Gesamten ein bisschen vielleicht gleichmäßiger habe oder ein bisschen weniger. In den schnellen Kurven muss ich wirklich immer noch ganz schön kämpfen. Aber ich spüre jetzt auch was in den langsamen Kurven. Das ist schon mal viel wert. So, diesmal ohne, dass uns einer drauf fährt. Die 6. Der Kai, der steht noch. Ha, ich wusste's. Manche werden Reifen wechseln. Oh, und jetzt sind die sich in die Hütte gefahren, glaube ich. Ah, mit der Box, das ist noch so ein Thema, du. Aber er ist dicht hinter uns. So, aufpassen. Reifen wieder kalt und Gewicht. Ja, scheiße, der eiert mir jetzt zu sehr rum. Oh. Okay. Euer Kruse lässt uns schön vorbei.
So, Reifen sind kalt, gehen wir nochmal in den vierten Runde. So, na dann. Auf, lasst uns brechen. G7. Ja, wird immer dunkler und dunkler jetzt. Versuche ich auch mal ein bisschen Abstand zu halten, damit die dann auch sehen, dass ich nicht rein will. Weil, wenn die denken, ich halt rein, dann machen die vielleicht irgendeine blöde Aktion. Ja, ich habe aber jetzt eine Vibration hier. Ich werde doch wohl nicht Bremsplatten haben. Bist du gar nicht wach? Von wann? Na, ist egal. Wir sind erstmal reingekommen. Vor uns 8 Sekunden. Der nächste. P5 ist 21 Sekunden weg. Wir haben nur noch eine halbe Stunde. Da muss schon noch was passieren. Standplatten, ja man, wie auf dem Fahrrad. Du, ich habe das geguckt und ich habe die Reifen auf 1,0, also Maximum. Ein Motor habe ich auf 0,5, aber irgendwie hat er das nicht geändert bei mir. Kann ich euch dann ja mal zeigen? Oder kann man die Reifen noch lauter machen als 1,0? Bei mir ist der Motor eigentlich ein bisschen zu laut. Oh, hier war ein Rad. Rallye-Werbung. So. Jetzt sind sie gleich auf Temperatur wieder. Das ist anstrengend. Ich glaube, vierter Gang ist besser für mich. Oh, da fährt die Box hin. Also ich denke mal, Driver Rating werden wir trotzdem abgezogen bekommen. Weil ich ja eigentlich Dritter werden müsste oder so. Auf P6 jetzt. Hier habe ich schon Probleme, es verzeihen zu können. So. 11 Sekunden. Ja, habe ich. Das habe ich. Und Motor habe ich auf 0,5 gestellt. Aber da hat sich überhaupt nichts geändert irgendwie. Alter, brüllt ganz schön. Sekunden. Das wäre natürlich geil. Aber ich sag euch, das ist das Feedback. Ich habe jetzt viel mehr Vertrauen ins Auto.
aus den langsamen Kurven auf. Ich bin jetzt insgesamt nicht schneller, aber dafür kann ich jetzt die schnellen Runden hier viel häufiger abrufen. Aber Zeit verloren. Ach, das war der Dörn. Sirum. Jetzt zwei. Nee, nicht gut. Nicht gut erwischt. Scheiße! Aber, was mir gerade so einfällt, wir hatten nach dem Crash noch viele saubere Runden. Also wenigstens Safety Rating sollte steigen. Petridon, hi! Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Bist du der Patte? So, wir warten hier ein bisschen, dass er keine Angst kriegt. Jetzt haben wir einen Schwung mit und halten hier rein. So, ich bleib diesmal weiterhin. Oh, verdammt. Oh, hier vorne, das ist direkt ein Gegner. Der hier. Oh, das ist der, der auf P1 mal war. Ich habe auf jeden Fall eine Vibration. Oh. Ja. 41 Jahre. Ich fühle mich wie 40 eigentlich. Danke schön. Danke, Leute. Ja, scheint so. Schieden aber. Wie viel Prozent haben wir denn? 80. Oh, oh, das war zu weit innen. So, ich hoffe, er fightet jetzt nicht. Ich habe ja noch eine Mission. Ich gehe ja jetzt langsam, aber sicher auf die 50 zu. Weiß nicht, will der jetzt fighten oder mich vorbeilassen? Macht ja doch das Leben nicht so schwer. Oder uns. Dadurch machen wir nur Fehler. Ich frage mich, ob die dann wirklich denken, dass sie jetzt so 25 Minuten heiden. Das entspricht nicht der Realität. Irgendwas wird passieren in den 25 Minuten. Thank you.
Das ist aber halt unsere iRacing-Erfahrung, glaube ich. Weiß ich, kam da vielleicht gerade aus der Box und hatte kalte Reifen und denkt, dass er jetzt schneller ist. Oder weiß, dass er schneller ist. Kann auch sein. Wenn man frische Reifen hat, ist es wahrscheinlich auch so. Gelupft. P5, Leute. Boah, voll am Limit, Alter. Er hat mitgespielt, ne? Ist vom Gas gegangen, muss man ganz klar sagen, aber schön. Vielleicht kommen wir so gemeinsam weiter von ran. Dann genießt er jetzt auch meinen Mensch. Dass jetzt hier nicht mein Limit ist, will ich auch nicht. Also den nächsten, den wir jetzt sehen, das ist ein Überrunde, ne? Das ist so geil, echt, wenn du es dann noch hinkriegst, abzufangen. Alter, das Mikro, das kriecht mir gleich im Mund. Ich glaube, das war gut, dass wir keine Reifen gewechselt haben. Haben wir nochmal richtig Zeit gut gemacht. Nicht so schnell. Da gibt's dann plötzlich so einen Schlag und das Heck fällt weg. Oh Gott. Naja, wo ist der? Ziegenbock. Geilster Name heute.
Uiuiui. Da war ich ein bisschen weit außen. Da merkt man auch, da hat man keinen Grip, wenn man zu weit links ist. Hat sich doch gelohnt, nicht aufzugeben, ne? Und selbst sollte es jetzt schief gehen, wir hatten ein geiles Rennen. Ja, Mann. Time 27.75. Leckt ein bisschen, oder? Ey, jetzt hat er noch ganz dicht. Der fährt mir einfach vor die Hütte. Was ist das denn? Obwohl, da ist noch einer. Alter. Egal, machen wir es hier. Wir haben niedrigeren Flügel, wie es aussieht. So, sind wir jetzt vorbei oder nicht? So, next. 24,5 Sekunden. Das wird wohl nichts mehr. Fastlane, hi. Sehr geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass man noch auf P3 vorbei. Ja. Hier noch rum. Fünf Sekunden war schneller. Okay, krass. Auch die Runde nicht, ne? Hier muss man jetzt ein bisschen feiden. Ja, aber wie gesagt, das ist noch mittendrin. Küche steht noch nicht, Kinderzimmer auch noch nicht. Erstmal nach Hause bringen. Aber egal, dass du überhaupt schon mal so weit vorkam jetzt, als ging. Hammer. Ja, aber kam erst später. Ich muss auch noch ein bisschen YouTube-Content machen, aber kam leider auch noch nicht dazu.
gerade die Frage zu beantworten, warum jetzt gerade Le Mans Ultimate und nicht mehr iRacing. Das wird so sehr oft gefragt. Gut. Man merkt auch, dass die Strecke jetzt eine Ecke kühler ist. 23 Grad, ja. Nee, aber Leute, das macht so einen Spaß. Alleine das Fahren, das ist so geil. Und das Ganze drumherum passt halt auch ganz gut. Sekunden. Letzte Runde war ich nur 2 Sekunden schneller, glaube ich. Ja. Ich habe selbst nicht dran geglaubt, ehrlich gesagt. Ich habe da selbst nicht dran geglaubt. Aber ich bin heute halt durch diese Force-Feedback-Einstellung, da wette ich drauf, bin ich halt auch bei den schwierigeren Bedingungen viel schneller. Ja, auf jeden Fall, Roddy. Auf jeden Fall. Wäre mehr drin gewesen, wissen wir. Aber man sieht auch, es lohnt sich, nicht immer aufzugeben. Wenn man die Möglichkeit hat. Gestern hatte ich sie nicht. Heute hatte ich sie. Na. Hier das Umsetzen, das gelingt mir noch nicht so richtig gut. Upsa. Ich habe in der Timmy, ne, der hatte einen Vorschlag im Discord geschrieben. Ich bin ja auch im LMU-Discord. Und da gibt es einen deutschsprachigen Bereich und da habe ich mal reingefragt, ob jemand das Problem hat oder kennt, dass in den langsamen Kurven kein Force-Feedback ist. Und da waren gleich mehrere Leute, die sehr hilfsbereit waren, der Timmy, der Slim-Stiefel und so, und haben dort Vorschläge gebracht. Und die habe ich dann nach und nach so ein bisschen getestet. Manche hatte ich auch vorher schon alleine selber mal getestet. Oh Gott, ich glaube, jetzt muss ich ja langsam in den vierten runter. Und ein Ding war dabei, Static Force irgendwas. Und das scheint bei mir alles geändert zu haben. Dann habe ich noch gesehen, dass im LMU nur 900 Grad Lenkeinschlag eingestellt waren. Das habe ich auf 1080 gestellt und ja, und jetzt passt's. Jetzt irgendwie geil. Jetzt muss ich nur sehen, in den ganz schnellen Kurven habe ich immer noch Schwierigkeiten. Da ist sehr stark ist das Force-Feedback. Ich habe ja so ein bisschen ein kaputtes Handgelenk. Das schlägt dann da richtig rein. Da muss ich mal sehen.
Ja. Genau das, genau das. Komm, Timmy, genau. Und das scheint tatsächlich so zu sein. Und man sieht es ja, heute traue ich mich viel mehr. Ich bin viel, viel näher am Limit. So, mein Freund, ich habe hier gewartet. Kannst du hier ein bisschen mitspielen? Genau. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Sieben Minuten noch. 18 Sekunden. Auch zu P1 holen wir richtig gut auf. Aber... das wird nichts. So, jetzt hier mal ordentlich umsetzen. Was ist das? Oh, verdammt. Das ist nur so ein Bruchteil einer Sekunde, wo du umsetzen musst. Oh. Sieht ihr das? Wie mein Mikrofon wackelt. Das habe ich jetzt direkt am Rig befestigt. Ja, wackelt alles. Gefühlt wackelt die ganze Wohnung. So, zwei Runden. Vielleicht drei. Weil ich mache nur 2 Sekunden pro Runde gut. Aber wer weiß, vielleicht passiert noch was oder so. Steht im Overlay, wann der an der Box war? Seht ihr das? Das ist auch nochmal ein Indiz. Runde 24, ja, dann schafft es. Hey, Pingi. Dann, gute Idee, muss ich mir mal was einfallen lassen. Hast du eine Idee? Carolinchen hat gestern so eine Community-Geschichte gemacht mit Helm. Ich hab noch ein paar Perücken. Vielleicht damit. Wenn ich mal wieder hier zur Transvestie-Show bin, weißt du, auftrete, da brauche ich immer welche. Oh, oh, oh. Ey, ich schwitze wie ein Schwein, ne? Ist aber auch warm. Genau. Genau, Feier. Genau das ist es. Muss so einen Grund haben, so ich nicht joggen gehe. Shit, schon wieder. Ich krieg den doch nicht. Ich
Muss ich nochmal bei Michi gucken, wie der die fährt. Haben wir ja schon ein bisschen was abgeguckt. Hey Flosser. Fährst du im Fenstermodus? Da hatte ich tierischste Probleme. Vollbild habe ich beste Performance. Oh, Sören Erster. Nice. Versuch's einfach mal, spaßhalber. So mal spaßhalber Vollbild zu gehen. Ich habe einen Surround-Modus an für die drei Monitore. Ich hatte nämlich hier das Tiny Pedal getestet. Und hatte die gleichen Frames, aber es hat geruckelt. Also mehr so die Mikro-Ruckler sind es. Du merkst halt, dass die Performance einfach nicht so richtig da ist. Ich bin gerade so happy. Na, der zweite ist schon auch flott. Aber probieren geht über studieren, ne? Wenn es nicht funktioniert, dann wieder zurück. Es gibt Leute, die haben im Fenstermodus überhaupt keine Probleme. Oh. Oh, und ich fahre ihm noch hinterher. Das war jetzt so abgelenkt. So, letzte Runde jetzt. Oh. Ich werde wahrscheinlich nicht mal die schnellste Runde haben. Ne? Er ist ja 90 Sekunden vor mir. Alter. So, jetzt ist Zeit abgelaufen. Die müssen wir aber noch. Ja, eine extra Runde ist okay. Sprit mit. War gut, dass wir im ersten Stint draußen geblieben sind. Hab zwar da ein bisschen Zeit verloren, aber ja, letztendlich hat sich's doch ausgezahlt gemacht. Mussten halt nicht nochmal rein. Guck mal, die sind nämlich jetzt etwas 12 Sekunden hinter uns. Das wäre eng gewesen. Guck mal, wir haben den jetzt im letzten Stint 15 Sekunden knapp abgenommen. Sehr geil.
Wir standen 88 Sekunden für die Reparatur in der Box und der sitzt 90 Sekunden vor. Naja. Trotzdem geiles Rennen. Kann man hier die Innenbeleuchtung ändern? Die Farbe von blau auf eine andere? Oh, wie zirpiert jetzt, so krass. Achso. Sagen. Ist gut. Das Violett? Na hier die, upsala, die Cockpitbeleuchtung. Halt. Nachtlicht oder wie das nennt. Ja. Nachtfahrlicht. Ich hab bis jetzt noch kein einziges Mal ein Setup geschaut. Jo, Raudi, vielen lieben Dank. Danke, danke. Ja, ich bin echt happy, ey. Das war ein gutes Rennen so. Ein echt geiles Rennen. Also bis auf den Fehler, den ich gemacht habe, war es ein echt geiles Rennen. Aber halt auch echt anstrengend, ne? Ui. Oh, schnellste Runde. Aber es ist viel langsamer als abends in den Splits, ne? Muss man halt auch sagen. Die schnellen Leute, die gehen da halt richtig ab. Ne? Danke, 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 danke. So, Sören. Erster. Fährt noch. Fährt noch. Ah, bin ich fertig, Leute. In einem zum Rennen. Na gut. 13 Uhr, ich werde jetzt was essen und dann geht es auch schon fast los mit dem Kleinen in die Stadt. Eis essen und ein bisschen auf diesen Arkaden, da gibt es so eine Kinderveranstaltung. Sepp, warst du hier dabei oder was? Warum? Ich sehe ja keinen Sebastian. Übersehe ich dich nur. Was ist los? Oder bei den, bist du jetzt mal LMDH gefahren? Ach hier. Sebastian Scholze, du bist doch gestern noch GTE gefahren, oder? Ach! Du hast doch geführt! Und bist dann rechts eingeschlagen. Hier auf die Mulsanne raus, oder wie die heißt. Bist du das? Ah, schade, ey. Schade, schade. Mich hat's dort auch zerlegt. Ich habe dort einen GTE abgeräumt. Auch wieder auf dem Rückspiegel verlassen und der ist halt ja, noch nicht dran gewöhnt, ne? Und ich dachte, ich bin vorbei und zieh dem genau ins Auto rein. Und voll eingeschlagen, Lenkung schief, alles.
Das hast du gesehen sogar? Ach so, ja, stimmt. Du warst ja dann dahinter, ja. Warst 3 Sekunden oder so hinter mir. Ja, also das war richtig dumm von mir. Und hatte 88 Sekunden Reparaturen und das habe ich dann wegmachen lassen. Und das war richtig. Aber ist dir noch was passiert oder hast du den Schaden nicht repariert? 3-mal Lenkung schief, okay. Okay. Also war nicht das einzige Ding. Naja. Mich hat es nur gewundert, dass du dann nach deinem Stop da gefightet hattest. Ich dachte, will er jetzt wirklich 25 Minuten rumfighten? Das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Ja, Lernprozess. Und so geht's mir, so geht's jedem, der jetzt hier normal Ultimate anfängt und vielleicht von anderen Simulationen kommt. Ne? Die Affektor-Leute, die haben da vielleicht einen kleinen Vorteil. Hast du gar nicht gewechselt? Nachdem ich am Anfang die Lenkung so schief hatte, ist das linke Vorderrad übelst verschlissen. Und da dachte ich, okay, wechselst du mal. Und ja, jetzt am Ende gedoppelst du mit. Aber da hast du dann noch eine ganz schöne Vibration drin, ne? So, ich glaube, es ist abgestürzt. Hä? Na. Ich habe so sehr geschwitzt, dass ich das sogar hier... Genetikband hier. Oh, Crash Report. Dass sich das löst. Na, wartet mal. So, gesendet haben wir's. Also, ich habe ja solche Crashes eigentlich auch nur im Menü, ne? Beim Fahren hatte ich das ganz am Anfang, am ersten Tag mal. Da dachte ich schon, oh je, geht gut los. Aber seitdem... Ja, habe ich auch gesagt. Habe ich auch gesagt, Sepp. Und es ist ein großer Vorteil. Du kannst dann halt noch so ein Rennen zu Ende fahren. Ne? Das ist schon sehr geil. Oh, ich muss aber sehen jetzt. Aber ich will euch wenigstens noch das Ergebnis zeigen. Wir sind wieder Silber. Also muss es Plus gegeben haben. Ah ne, wo muss ich hin? Hier. Haben wir für P3 doch Plus gekriegt. Ich hätte gedacht, dass das wird eher nicht so viel geben. Weil ich glaube, ich sehr hoch angesiedelt war. Von der Platzierung her. Wisst schon. So vom Rating her. Gucken wir mal. Genau. Er dachte nämlich, ich werde Zweiter und bin nur Dritter geworden. Aber habe halt plus 16,6% dann trotzdem bekommen. Schön. Okay. Safety Rating gab es auch. Aber warum nur 8,8? Aufgrund der. Das sagt nur 21 Sau pro Runden? Warum? Ja. Steven Nord, das ist doch aber jemand anderes. 5. War das am Start? Ach, Sepp, weißt du was? Ich hatte, ich war in der Box. Ich stand in der Box, hab den Schaden repariert, da sind mir 2 Leute in die Hütte gefahren. Einer, der vor mir eingeparkt hat, einer hinter mir. Ich hoffe, das hat jemand geklippt, weil das möchte ich gerne mal einsenden. Ich glaube, das ist hier das Ding. Und dann, da kriegst du halt Safety Rating abgezogen, ne, dadurch. Und wir sind 34 Runden gefahren, oder? Ich hatte, ich habe in der Quali keine Sau pro Runde gehabt, aber ich habe doch eine gezeitete Runde. Ich hatte doch gezeitete Runden. Also das verstehe ich teilweise halt echt noch nicht. Wie kann der jetzt sagen, dass ich keine Sau pro Runde hatte, wenn ich doch eine Quali-Zeit gefahren bin? Wisst ihr? Komisch. So, und im Rennen hatte ich 2 unsaubere Runden. Okay. Ich kann mich zwar nur an eine erinnern, aber okay. Das sind wir bei 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 34. Passt ganz genau, Leute. Passt ganz genau. Diese ganzen Contacts, die da in der Box waren, da hat er mir jedes Mal eine Runde abgezogen. Pfosten, okay. Das war, glaube ich, der Start. Ja, das war am Start, wo der Typ in der letzten Schikane daneben mich gefahren ist. Okay, und hier, weiß ich nicht. Aber wisst ihr, was hier fehlt?
Wisst ihr, was da fehlt? Der Pedersen. Jo, Glückwunsch, Sören. Ich hatte doch mit dem Pedersen noch einen Crash.